Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe von Forza Horizon 3. Und ja, ihr seht es am Titel, ihr seht es an den wenigen Fahrzeugen, die hier stehen. Es ist mal wieder Zeit für Forza Quartett. Mit dabei der Gugi, der Viper und der Kai. Grüßt euch. Hello. Hallo. Servus, Freunde. Ja, wir haben wieder mal in unser Zufallsgenerator fleißig 20 Fahrzeuge reingeschmissen. 4 davon sehen wir jetzt schon mal, das sind die unsere Anfangsfahrzeuge. Wir wissen allerdings die Kategorie noch nicht, die als erstes kommt, denn die erste Kategorie wird ja per Zufallsgenerator entschieden. Danach darf ja dann der Sieger quasi Forza, Autotrumpf, Gedönse, typisch entscheiden, wie es weitergeht. Wer die ganzen Regeln nicht kennt, ist nicht schlimm, einfach gucken oder die vergangenen Folgen angucken, da wird es immer erklärt. Jetzt bin ich zu faul dafür und es zieht sich einfach nur unnötig für die Leute, die es eh schon kennen. Also, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Ich lasse einmal den Zufallsgenerator ermitteln und wir machen ein Straßenrennen. Straßenrennen, das ist doch okay, auch wenn ich finde, dass Viper im Rückwärtsgang fahren sollte. So. Zwischen Gugi und mir wird es aber, glaube ich, spannend, weil wir sind so die gleiche Fahrzeugklasse und so. Ja, ein Straßenrennen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das nächste von hier, wenn ich es denn finde. Ich glaube, das hier dürfte das. Nein, das da oben dürfte das nächste sein. Gut, man könnte jetzt an den Kilometer einfach gucken, oder? Das sind wie viele Kilometer? 4,1 und das andere sind, ich glaube, das müssten mehr sein, oder? Müsste weniger sein. 5,5. Ha, siehst du. Ja gut, ist aber auch nicht die kürzeste Route, oder? Es geht ja um die Route, die wir fahren müssen. Also ich meine, wenn ich die kürzeste Route nehmen würde, wäre das ja noch kürzer sogar. Ja, oder? Ja. Oder ist das immer der Direktweg? Nee, eigentlich ist der Weg, wenn ich die Strecke fahre. Weil wenn ich jetzt hier rüber fahre und abkürze, müsste es schlagartig weniger werden. Ja, guck mal, gleich 300 Meter weniger. Das ist quasi die Straßenroute, die da berechnet wird. Das ist ja, bei der, ne? Ja, ist ja egal. Nee, und bei der wäre der direkte Weg ja noch kürzer. Verstehst? Ich fahr mal los. Halten wir uns da nicht drüber auf, wir fahren das jetzt einfach. Ja, wie immer gilt, der Sieger bekommt die Fahrzeuge der beiden Verlierer. Der Zweitplatzierte darf das Fahrzeug in seiner Liste behalten. Und ja, deswegen ist es gerade zwischen Gugi und mir sehr spannend. Aber vielleicht gewinnt ja auch der MX-5. Aber ich glaube es jetzt fast nicht. Wobei, ja, man darf die Checkpoints nicht vergessen bei diesen Straßenrennen. Ja, die kriege ich bestimmt. Die sind, ja, mir nicht gereicht. Man weiß es nicht. Oh! Dann gehen wir baden. Erstmal offener Schlagaustausch hier. Alter, in der Miata ist wieder drüber. Ja, ein kleiner Sprungtest, ganz groß. Kann man Sprungtest gewonnen. So, Wagenklasse beliebig, Teams aus, Kollision ein natürlich, das gehört dazu. Und ab geht die Post. Ist das nicht das Straßenrennen, wo ich in der Koop-Folge im Graben gelandet bin? Ja, definier in welcher. Wann ist es nicht passiert? Also nicht nur jetzt bei Googie, sondern allgemein sind wir da. Nee, ich meine, wo ich die Brücke verfehlt habe, wo ich in Führung war und dann irgendwie letzter geworden bin oder vorletzter. Das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin, schon zu lange her. Da kennst du dich wahrscheinlich besser dran erinnern, weil Googie fährt ja mit der Vorbesteller-Version. Hoppala. Ist ja mal mega der Cheater. Hoppala. Ja, das ist der Leistungsindex, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Genau, das ist genau gleich. Ja, können wir gleich nochmal kontrollieren. Jetzt fahren wir erstmal. Schauen wir nachher mal nach, ja. Okay. Ich habe einfach in den C63 in meiner Garage genommen. Ich habe dann nicht geschaut, was das für ein Auto ist. Weil ich meine nämlich, der hat ein bisschen mehr LI. Aber kann mich jetzt auch täuschen. Nee, war ja, nicht. Ansonsten gut. Kommt die Innendisk-Quali. Von dem her. Das ist allerdings korrekt. Dann bilde ich mein Auto trotzdem. Ja, bei mir können es entscheidend sein, weil ich habe gerade echt Probleme hier dran zu bleiben. Komm, Lexus. Oh, sorry. Hab ein bisschen mich nicht berührt. Ah, doch, ich schon. Bei mir, ich dich. Nein, das ist ein Baum, der nicht kaputt geht. Oh, scheiße. Ich hätte es nicht drauf anlegen sollen. Okay, damit ist es entschieden. Nein! Wobei da vorne gerade auch jemand, glaube ich, einen Unfall gebaut hat. Ja, das war ich. Die Chance. Der Lexus klingt schon cool. Ja, aber was ich weiß, hat der C63 in der Vorbesteller-Variante mehr LI. Also ich meine, auch das bin ich mir sicher, bin ich sicher. Glatt 800 hat. Das hatte nämlich nur der M4 meiner Meinung nach. Ja, der M4 hatte glatt 800. Ich bin mir zu 100% sicher. Und wie gut, dass du ihn dann genommen hast, ne? Ja,
fuckt mich jetzt an irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Ja, mach dir schlechte Gedanken und verkackst trotzdem jetzt. Dann müssen wir nicht drüber diskutieren, ob wir das jetzt disqualifizieren müssen oder nicht. Ja, gut, gut. Sorry. Manchmal bin ich schon leichter Drecksack. Naja, eigentlich immer. So. Ich hab die 200. Wollte ich auch gerade sagen. Aber ich war gerade auch gerade nicht gut. So, ja, ich muss ja nochmal Lexus hochhalten, wenn es vielleicht im Forza Motorsport 7 nicht drin ist. Der AMG GTR schon über alle Berge. Na gut, wäre ja auch irgendwie peinlich, wenn der jetzt gegen... Würde ich auch meinen, ja. Gegen die jetzt hier verlieren würde. Das ist einfach nur gutes Fahren, dass ich durchsetze. Kategorie aussuchen. Ja, darf er wohl. Finde ich gut. Das ist das erste Mal, wo ich dabei bin, wo Ray nicht die nächste Kategorie auswählt. Nach der ersten. Ja, aber so, wo du dabei bist, okay. Ja, weil ja wo ich dabei bin. Ja, die erste habe ich eigentlich, gewinne ich eigentlich nicht so häufig. Letztes Mal lief es halt richtig gut für mich, aber da hatte ich auch echt gute Fahrzeuge am Anfang direkt. Oh Mann, ich schaff's nicht ins Ziel. So, jetzt gucken wir mal, weil es geht jetzt ja noch darum, in welcher Reihenfolge das in Viper Stack gesteckt wird. Aber ne, das ist jetzt für die Zuschauer nicht so wichtig, aber für die Fairness. Ja gut, ich habe die Disqualifikation, also bin ich dementsprechend. Ja, wenn du sie hast, das gucken wir jetzt gleich nochmal nach. Ja, das weiß ich. Ja, okay, wenn du es weißt, dann gucken wir halt nicht nach. Aber mich interessiert trotzdem, was das Ding normalerweise hat, wenn wir dann endlich hier rauskommen aus der Sache. Natürlich muss noch ein Stufenaufstieg sein, dass ich noch am Wheelspin drehen muss, dass es noch länger geht. Oh Mann. Ja, dann will ich jetzt aber auch das Auto gewinnen, was da unten links steht. Ja, ich gewinne sogar. Nice. Mit Ansage. So, läuft doch schon mal gut. So, jetzt gucken wir doch mal. Das kann man doch hier eigentlich direkt gucken, oder? Ne, dann müsste ich zur Automesse. Wollen wir vielleicht bei meinen Autos, vielleicht habe ich noch einen Stock in der Garage stehen. Ich gehe mal kurz zur Automesse, ich schau mal nach sonst. 781. 701, alles klar. Also 19 Li hier gecheatet. Ja, Mann, Frechheit. Gut, also, dann verliert Googie in dem Fall. Und Kai wird Zweitletzter, ich darf das Auto behalten. Und Viper, ja, gewinnt das Ganze, darf natürlich das Auto auch behalten und darf jetzt die nächste Kategorie ansagen. Ja, ein nächsten Fahrzeug. Sprintrennen. Ein Sprintrennen ist relativ ähnlich zu dem, aber ja, können wir gerne machen. Ja, es gibt eine neue Regel, das habe ich noch gar nicht gesagt. Da viele sich beschwert haben, dass wir das letzte Mal 10-mal hintereinander gefühlt einen Gewichtspreisvergleich gemacht haben, ist jetzt so, dass man, eine Kategorie ist immer für die nächste Challenge ausgeschlossen. Das heißt, ein Straßenrennen wäre jetzt ausgeschlossen gewesen, jetzt mal ein Sprintrennen, das heißt, es ist das nächste Mal ausgeschlossen und wenn Gewicht oder sonst was kommt, genauso. Hast du einen Wunsch, welches? Du darfst jetzt auch noch wählen, welches. Ja, ich schau mal kurz nach. Ja, derzeit kann ich ja schon mal meinen Monster rausholen. Keine Chance beim Sprintrennen, sag ich dir jetzt schon. Also mein Auto sieht man ja schon. LOL. Was ist denn da mit Alfa Romeo los? Steckt in meiner Motorhaube. Wenn ich jetzt nichts Gescheites hier finde, dann machst du irgendwas random. Ein bisschen schwierig, hier was Gescheites zu finden. Ein Gescheit findest du wahrscheinlich eh nie, aber... Also ein bisschen die Stärken von meinem Fahrzeug. Ah doch, hier, das geht doch. Unten im Dschungel. Haben wir jetzt schon fast gedacht. Ja. Mahuda Road Sprint. Lol, auf dem bin ich zufällig drauf. Meine Zuschauer sind Zeugen. Sehr geil. Ja, na, ich port mich da immer mal direkt hin. Ich bin einfach eine Runde in den Dschungel, wo du gesagt hast, Dschungel, bin einfach auf irgendeins drauf, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht ist es das und dann ist es genau das. Ja, das ist Tele-Pa-Ta-Ta-Ta-Tia, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Im Übrigen, die Sicht von Googie und Viper in der Videobeschreibung verlinkt, nehme ich beide auch auf, sofern es bei beiden halt klappt. Ja, kann ja immer mal sofern ich den Upload nicht versemmel, so wie letztes Mal. Nächste zuverlässig, ja. Man kennt ihn. So. Was habt ihr eigentlich so für Autos? Was ganz Schnelles. Das werden wir gleich noch sehen. Aber wenn er einen Sprint will, dann hat er bestimmt was Schnelles.
Könnte lol. Sein. Was ist bei euch los? Ja gut, für einen Dschungel habt ihr schon mal das richtige Fahrzeug, aber ich weiß nicht, ob das so schnell ist. Was geht? Alter, was hast du für einen Land Rover? Das eine ist der Defender und das andere ist... Series 3. Alter. Da habt ihr es aber gut gemeint heute, ey. Was hat er bitte? Oh nee, ein PC oder was? Ja. Oh, fuck. Naja gut, ich glaube, das Ergebnis ist schon fast wie dasselbe. Also ich werde Zweiter, Normalfall. Ich glaube, ich kann nicht gerade das lassen, was hier schon vorgeschlagen wird. Anything goes, sollte passen. Kommt die beiden mit dem Land Rover an, mit so einem alten Clipper. Oh. Muss nicht sein. Aber der Series 3 ist älter, ne? Wie der Defender, oder? Normalerweise. Ich weiß es nicht. Kann ja mal sagen, der Wagen ist ja aus meiner Hand gekommen, also den habe ich sogar in den Bot reingeschmissen. Den Defender habe ich reingenommen wegen 90, wegen meinem Jahrgang. Deswegen, okay. Und der CS3 müsste älter sein, meine ich. Ne? 72. Ah ja, genau. Aber ich habe den Wagen eigentlich nur reingenommen wegen preistechnisch, weil es das zweitgünstigste Auto ist. Achso, ja. Achso. Leider hat Viper sich beim PC nicht für den Preis angeschrieben. Alter, guck dich das mal an. Bin immerhin D100. Bunt gemischt, würde ich sagen. Schönes Auto. Natürlich nicht meiner. Ja, ich meine, von der Form her sieht der Alpha ähnlich zum Pagani aus, nur halt in klein. Und mit weniger Flügel. Kai zieht mir davon, nein. Alter, das ist einfach schon mal weg. Ja. Was hast du denn für Autos bekommen? Fängt an mit dem GTR, jetzt hier. Er kommt auch nicht sowas. Weiß nicht mal, weiß nicht einfach so die normale Version, nicht so einfach ein GTS oder den normalen Huayra. Nein, gleich ein PC und halt ein GTR und so. Gut, hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht, aber trotzdem! Alter, so lange bin ich in dem Spiel auch noch nie genau 100 km/h schnell gefahren. Ich glaube, ihr beide werdet es nicht ins Ziel rechtzeitig schaffen und bei mir wird es, glaube ich, auch eine knappe Kiste. Ich habe nach 45 Fahrsekunden 21 Rückstand, also nee, ich schaff's nicht. Das ist schon 10 Sekunden, nach nicht mal ein Drittel. Ja, aber es ist halt wie im echten... Uah! Das war ein bisschen zu riskant. Es ist halt wie im echten Quartett oder Super-Trumpf, Auto-Quartett-Trumpf, bla, nennt's wie ihr wollt, so wie ihr es kennt, an die Zuschauer. Da gibt's halt auch, ist auch alles dabei. Geil, jetzt kommt auch noch der Nebel hier im Dschungel. Ja. Was trinkt sogar mein Auto in die Dichtungen? Zum Glück nicht so wie in Dirt 4, wo du halt wirklich gar nichts mehr siehst. Also bei mir kann es richtig knapp werden. Den nur noch Kai auf der Map. Ah, jetzt braucht er hinten wieder. Das ist auf. Die Strecke, ey. Wenn du so langsam hier durchfährst, kommt dir ganz anders aber einmal vor. Und dann ist deine Geschwindigkeit langsam. Ja, und eure nenne ich Schnecke. Oder Stillstand. Ich habe 56 Sekunden Rückstand bei 1 Minute 45. Kann man mal machen, ja. Seid froh, dass kein Rundkursrennen ist. Wäre Überrundung confirmed gewesen, glaube ich. Ich häng bei 148 im Begrenzer. Ich hab zwei richtige Schmuckstücke gleich, ja super. So. Ah, ja. Ja, du hattest gerade zwei richtige Schmuckstücke. Ja, die zwei, ja, da kannst du dich drauf freuen. Weil wenn du weiter als Sieger bleibst, dann kannst du schön... Wobei, irgendwann wird es ja wechseln. Also an die neuen Zuschauer, die das Format noch nicht kennen. Sobald jemand nur noch zwei Fahrzeuge hat in seinem Fuhrpark, dann darf er entscheiden, welches von beiden er nimmt. Und, wie viel Prozent habe ich? 58. Ich hab's nur geschafft, ey. Aber guck mal, wie knapp. Na, krass. 29,4 oder so, also 0,6. Ja. Dran, gerade noch gereicht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also genau, wenn jemand nur noch zwei Fahrzeuge hat, darf er entscheiden, welche von beiden Fahrzeugen er nimmt. Und wenn er nur noch eins hat, dann darf er quasi die Kategorie entscheiden. Dann muss der Sieger quasi seine Entscheidungsgewalt abgeben. Ja, ist eigentlich mehr oder weniger so ähnlich wie beim Super-Trumpf. So, Googie hat wieder verloren, ja. Ich setze meine Serie seit jedem Forza-Quartett eigentlich fort. Ich verliere so. Immer. Ja, egal. Viper entscheidet sich erstmal, bevor ich das nächste Fahrzeug hole. V-Max. Das ist ein Fahrzeug, was ich noch nie gefahren bin. V-Max, sagt da. Okay, da geht's dann auf die Autobahn. Ich hole einfach das Fahrzeug schon mal und dann gehe ich rüber. Okay, V-Max ist jetzt... Boah, das weiß ich nicht. Also ich hätte lieber... Ups, das war falsch. Ups. Ich hätte jetzt lieber tatsächlich das Fahrzeug, nachdem das
optisch designt. Jetzt habe ich schon zu viel verraten, egal. So, Zuschauer wissen auch gleich, was ich meine. Ich bin auch schon gespannt. Ich sitze nämlich schon draußen in meiner Flunder. Ja, also um das nochmal zu Ende zu führen, ich hätte lieber das Fahrzeug, nachdem dieses Fahrzeug, was ich jetzt habe, optisch designt wurde. Dum, 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 dum. Also, dein Auto dürfte schnell sein, Gugi, ne? Aber ob er so schnell ist? Ja, er ist nicht langsam. Oh, okay, scheiße. Schwierig. Ich glaube, ich hätte bei einem Rennen mehr Chancen gehabt. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus, das Duell. Ja, können wir uns schon mal hinporten, auf jeden Fall. Oh, das wird, glaube ich, eng. Ich bin jetzt gespannt, mit was das Kai auftaucht. Da ist er schon da. Aber in der falschen Richtung, glaube ich, oder? Fangen wir nicht immer woanders an? Jetzt zu Kai geportet. Normal links, da wo es zweispurig wird halt. Ah, okay, doch, da. Oder halt da an diesem Schild da halt. Ja, beim Schild stehe ich jetzt. Ja, da ist Ray. Halt's Maul! Alter, aber das wird. Okay, also da weiß ich es jetzt auch nicht. Das wird jetzt richtig spannend. Hä? Das Auto habe ich nicht reinpacken wollen, weil ich dachte, es ist zu teuer. Na gut, aber jetzt drin, ne? Ja, das ist mir doch egal, ob es euch zu teuer ist. Ach, Gugi, nee. Alter Latz, ey. Wobei, ich glaube, Gugi hat die schlechtesten Karten, würde ich jetzt behaupten, beim GT40. Okay. Ah, oder für Auto die schönsten. Ja, das sind alle geil. Aber das ist jetzt mal interessant. 75. Aber wie viel Leistung habe ich denn? Das interessiert mich jetzt gerade mal ganz. Ich habe 362 PS. Weil der Reventor dürfte ja nicht so wenig eigentlich haben. 650 PS hat der Reventor, aber der zieht nicht. Okay. Ja gut, der wiegt 1,8 Tonnen. What? Was? Der V12 ja. Halt, aber trotzdem ist es heftig. Der lag nicht so viel. Oh, 3, 2, 1. Wobei ziehen ist ja mir scheißegal. Wenn er auf die Topspeed am Ende kommt, ist es mir okay. Schwierig. Bin den schon recht viel gefahren, mag den nämlich. Der fehlt noch in Project Cars. 2. Ja, und die Zuschauer müssen wissen, Kai sagt die ganze Zeit, was alles in Project Cars 2 noch fehlt. Wobei, bei Project Cars sind mir die Straßenfahrzeuge überhaupt nicht so wichtig. Also gerade Project Cars ist für mich ein absolut. Das ist noch mehr wie Forza Motorsport, noch mehr einfach ein absolutes Rennwagenspiel. Ja, okay, jetzt, also ich glaube, bei 390 ist Schluss. Warum mach nicht diese KI? Ich will noch ein paar KIs abrahmen, dass ihr dann euch knallt. Oh, ich hab mir eigentlich mehr erhofft, der geht ja gar nicht. Ich hab mir auch mehr erhofft. Ah, ich glaube, ich gewinne die Scheiße hier. Das könnte sogar sein. Wobei der Huracan nicht so schnell ist wie die Ferrari-Konkurrenz. Komm, komm, mehr. Ah. Nein, geht nicht mehr. Das will ich sehen hier. Die Möhre kommt eh von dir, Kai, ne? Nein. Nee, no, der Huracan kommt safe von Gugi, der hat nämlich vorher noch drüber geschwärmt, wie er will unbedingt Huracan fahren, weil die da kommt Auto der so von geil mir ist. Ja, siehst du. Lustigerweise, der Reventor kommt auch von mir. Also von dem her habe ich jetzt schon zwei Fahrzeuge, die ich mir selber mehr oder weniger zugesteckt habe. Ich habe jetzt auch den zweiten, den ich mir selbst zugesteckt habe. Das kommt halt immer irgendwie zurück. Zum Glück habe ich den Defender nicht bekommen. Philipp hat zwei sehr gute von mir gekriegt bisher. Naja, gut, kann man sich jetzt streiten bei dem hier, ne? Ja gut, fängt der erste an mit dem Wert, weil bis jetzt kommen wir eh auf keine neue Höchstgeschwindigkeit mehr. Ja, dann fang doch an. Ja, ich hab 3,25. Okay. Viper? 3,31. Yes. Alter Scheiße. Kai? 350. Ja! Ja! 3,57! Der Chat hat gezündet! Ich habe gesagt, wenn er am Ende drüber kommt, der V12, ist halt langatmig. Egal. Oh, das sehe ich jetzt zum ersten Mal hier, nämlich, dass die Lüfter sogar animiert sind, da diese riesen PC-Lüfter. Geil. Herr Reventor ist schon ein geiles Gerät. Egal, ich behalte den einfach, da bin ich auch zufrieden mit. Was, guck mal, wie das aussieht. Der muss ich im Let's Play auch nochmal fahren. So. Geil, ich gewinne sogar mal. Yeah! Mach mal, wer hat jetzt verloren? Gugi, ne? Ja, ich darf Auto auswählen. Ja, das entscheiden, dann Viper, dann den und dann den und dann bin ich dran. Ich muss erstmal Fahrzeug mal kurz inspizieren, was das denn überhaupt gut kann. Äh, 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 äh,
Wo ist er denn? Ach, scheiße, ich sehe gerade, ich bin in der Zeile verrutscht, was das Auto angeht, aber es hätte nicht so viel ausgemacht, tatsächlich, glaube ich. Ah, ist ja egal. Nimmst es halt jetzt oder so. Genau, ja. Okay. Okay, das ist jetzt, boah, es ist Risiko. Aber von ihr müsst euch, also die, die jetzt ein Auto entscheiden, ihr müsst euch jetzt fürs Auto entscheiden, ne, bevor ich die Kategorie sage, weil sonst ist es, sonst könnt ihr euch ja drauf anpassen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich muss vorher schon, okay. Ja, ja, also ihr habt jetzt zwei Autos, habt ihr jetzt noch, Kai und Googie, und eins von beiden müsst ihr halt nehmen. Ich glaub, Kai hat doch noch drei, oder? Ja, echt jetzt? Ich glaub, den Kai ist gerade Zweiter geworden. Ah ja, stimmt, sorry, den habe ich mir gerade selber eingesteckt. Und wäre auch zu schön gewesen. Nee, okay, Kai ist dann fix, was er nimmt, und Googie, du hast jetzt noch zwei. Ja, ich habe mich dir entschieden. Du musst dich halt für eins von beiden entscheiden. Boah, Alter, das ist jetzt echt eine Frage, ey, ob ich das jetzt machen soll. Philipp, der kommt nicht von mir. Der kommt von mir selber. Oh. Will ich es kurz und schmerzlos machen? Oh, ich kann mich nicht. Okay, komm, ich mach Gewicht. Belasten. Aufsteigend. Also quasi das niedrigste Gewicht gewinnt. Oh. Ganz belastend. Kann ich nicht bilden. Ich hoffe mal, dass das. Aber das könnte jetzt richtig schief gehen bei mir. Bitte noch Zweiter werden. Die Möhre, die will ich jetzt. Alter, nicht das abgeben. Ding geht gar nicht mal so schlecht. Du hast ein. Was sind das? Ein GMC Cyclone oder wie der heißt? Ja. Mit besten Grüßen von mir. Okay. Der könnte aber auch nicht so schwer sein. Okay, Kai hat ein Auto von mir. Wo ist denn Kai? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, der ist auf der anderen Seite des Kreisverkehrs mit dem P1. Okay, ich glaube, Viper seiner ist ziemlich schwer. Das, ja. ist der FF, ne? Ja. Oh, Kai. Ja, okay, der ist auf jeden Fall schwerer wie meiner, allein durch ein Elektro. Okay, das wird jetzt interessant. Ich glaube, weil ich ja angefangen habe, muss ich auch ansagen, was ich habe. Ja. Oh, ich bin echt gespannt. Also, Googie bin ich echt gespannt. Ich habe. Wir fangen mal wieder die Zahlen. Vorne eine 1. Ja. Ito. Ja. Okay, jetzt wird es eigentlich schon spannend. Eine 2. Eine 6. Ja! Oh, eine 8. 4. Was? Der P1 hat nur 1,4 Tonnen. 1,495. Ja, so, also er ist der mittlere von den drei. Genau, der Porsche ist der erste. Genau, der hat nämlich 1,6 und der Ferrari hat 1,3 irgendwas, ja, am wenigsten. Er hat auch einen kleinsten Elektro. Also man kann es echt nach der Größe des Elektroaggregats ausrichten, schon bei den dreien. Ja, geil, dann habe ich ja trotzdem gewonnen. Dann die Reihenfolge verloren hat dann in dem Fall Viper. Ich bin der, ne, schwierigste, ja, 1880. Und jetzt, okay, darf ich die Kategorie wählen, weil ich habe nur noch ein Auto. Ja, genau. Und Kai behält den P1. Und das darüber. Und das da. Dann, ja, dann darf Googie ansagen, was er denn machen will. Hubraum aufsteigend. Also mit dem niedrigsten Hubraum fangen geht's los, genau, ne? Oh, ich glaube, ich hab's so verschissen. Also, ich muss mal sehen, wo ich eine Chance habe, dass ich mein Auto zumindest behalte. Ich hab's so verschissen. Ja, also, so Hubraum hier am Statue, das ist nicht mehr normal. Ich hab so. Ich hab kein Ami, das ist schon mal vorteilhaft, aber ich bin mir so sicher, dass der keinen kleinen Hubraum hat, den ich jetzt hier raushol. Wo ist er denn? Oh, da könnte es eng werden. Oh nein, Alter. Ich hab safe verloren. Da müsste jetzt schon eine Viper oder so kommen. Oh, Scheiße. Ein Auto von mir? Alter, ihr habt zusammen wahrscheinlich nicht mehr so viel wie ich. Was ist denn das? Mazda. Subaru, ne? Nee, hey, das ist der Hatchback Subaru. Ja. Schon? Ah, okay. Der hat auch nicht viel. Ihr habt wahrscheinlich zusammen nicht mehr so viel. Und so, dann muss ich wahrscheinlich anfangen, oder? Ja, genau. Ich sag einfach mal die erste Zahl. Mach mal so wie bei. 2 Liter hast du, oder? Ja, 1,984. Machen wir es einfach so. Zwei, besten Dank. 1,587. Naja, und der Subaru wird auch nicht mehr wie der 2,2 oder so, oder? 2,457. 2,457. Ja, also, ihr habt in der Summe. Was, wie viel hast du nochmal, Viper? 1,587. Das ist ziemlich knapp, aber ich glaube, wenn ihr euch zusammentut, dann. Nee, natürlich nicht. Ihr kriegt hier zusammen gerade mal 4 Liter hin, oder?
Nee. Ja, ja doch, du hast 2, Viper hat 1,5 irgendwas und Ding hat 2,4. Nee, das sind 4. Nee, dann haben wir 6 Liter. Fast 6, fast, oder ich habe gerade 6 Liter und ich habe auch 6 Liter. Ja, so viel dazu. Oh Mann, der schöne MC2. Ja gut, okay, das war weg. Ja, dann hat Googie die Gunst der Stunde genutzt und gewinnt das Ganze sogar für sich. Das heißt, ich hab gewonnen. Ah, nee, stimmt. Okay, aber du behältst dein Fahrzeug. Ich behalte mein Auto und darf nochmal wählen. Korrekt. Dann würde ich sagen, Preis aufsteigen, weil mit was und anderes. Kai hat jetzt aber nur noch 2. Das heißt, der muss jetzt zwischen den beiden, die er hat. Braucht er eigentlich eine neue Liste oder so? Ich brauche eine neue Liste. Jetzt hat meines durch. Okay, dann schicke ich die euch gerade mal zu. Und ich glaube, Kai weiß es noch, oder? Die 2, die er hat. Ja. Das weiß sogar ich noch, was er hat. Das ist jetzt nichts, das kann man sich gut merken, die 2. Ja, gut, dann, Gugi, dann sag an, was als nächstes kommt. Ja, das Einzige, wo ich mir noch Chancen mit dem Wagen sehe, dass ich nicht rausfliege, ist einfach der Preis in aufsteigender Folge. Preis aufsteigen. Also der niedrigste gewinnt. Mit niedrigsten Preis. Okay, ich guck grad mal. Ich muss gerade mal gucken. Okay, ich glaube, das wird scheiße. Ich weiß, dass Viper nicht mit dem Defender oder mit dem Series 3 kommt. Sondern mit dem... Keine Ahnung. Bei Viper weiß ich nicht. Der hat so viele Autos schon gewonnen, dass ich es überhaupt nicht weiß. C63 oder Miata oder irgend sowas hatte. Eins der ersten. Oder den AMG GTR. Das weiß ich. Stimmt, der könnte wiederkommen. Den hat er ja behalten. So, ja gut, dann ich habe auf jeden Fall safe nicht gewonnen. Arschkarte Kai. Aber erst das kleinere Übel. Bei Viper und Miel könnte spannend werden. Ja. Gut, ich habe safe gewonnen. Da hätten wir wieder dieses Duell von vorhin schon. Ja. Ich habe safe gewonnen. So viel steht mal fest, ja. Sag mal an. Wie viel? 35.000. Sind voll viel eigentlich für so ein S1. Naja, egal. 90.000. 75! Ja. 30.000, 12, 12, 10, 240.000. Ja, okay, du hast verloren, das ganze Ding. Oh, witzig. Somit hat Googie gewonnen, rettet sich jetzt aber aus seinem Schlamasselsen. Ja, in den nächsten rein. Du brauchst eine neue Liste, ne? Genau, und ich muss zum Liste. Kann man dir sogar, das ist eigentlich relativ easy. Und Kai, glaube ich, darf. Der hat jetzt nur noch ein Fahrzeug. Ja, eigentlich müsste ich 2 haben. Den Subaru habe ich doch behalten und den P1. Subaru hast du doch abgegeben. Habe ich? Ja, ja, du hast den zweitgrößten Hubraum. Den habe ich jetzt. Hab ich nur noch einen. Genau, du hast noch einen und der fährt mit E-Antrieb, wenn er will. Ja. So viel kann ich schon verraten, weil das konnte man sich jetzt gut merken, dass du die 2 Dicken da noch hast. Ein Dicken hat er jetzt noch. Ach, ja, Preisvergleichkeit. Ja, auch wieder billigster gewinnt, ne? Ja, das geht ja nicht. Preisvergleich ist jetzt eh raus. Ja. Ich guck mal eben, was ich so machen kann, damit ich gewinne. Was hatte denn für ein... Kai, was hatte der... Ach ja, ich kann ja jetzt nicht das Auto sagen, aber gut, ist so oder so egal. Ich weiß nicht, was der für einen Standardindex hat. Müsste ich mir jetzt noch einen kaufen auf schnelle Welle. So, wenn ich auf Safe gehe... Warte mal. Beim PP1 wärst du ein Rennen. Wir haben heute, glaube ich, bis auf den BC, glaube ich, kein Fahrzeug, was den schlagen könnte auf dem Track. Würde ich jetzt behaupten. Also nee. V-Max wird den auch keiner schlagen, aber das hatten wir schon, von dem her können wir da auch nochmal ein Rennen fahren, würde ich sagen. Aber ich guck mal gerade, welches Rennen schön viel gerade ausgeht, von dem her. Der Dingsprint zum Staudamm ist relativ viel gerade dabei. Irgendwas mit der Autobahn. Der Marunder Staudamm-Sprint. Sehr viel gerade. Und doch, das sind eigentlich die mit den meisten Geraden ziemlich. Weil die anderen gehen fast immer durch die Stadt, da hast du halt diese engen Dreckskurven immer, das macht dann nur mit Allrad Sinn. Und ja, das ist eigentlich so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, da sind viele Geraden, zumindest am Anfang dabei. Kannst du das mal markieren, damit ich sehe? Ja, das ist das hier. Es hat halt am Ende ein paar mehr Kurven nach dem Staudamm dann, aber am Anfang ist es relativ sehr schnell eigentlich. Also ich wüsste jetzt groß kein Sprintrennen,
ausgenommen jetzt die Straßenrennen, was viel schneller ist. Ja, nehmen wir das. Alles klar. Mal hin. Also das Marunda Staudamm. Genau, ja. Boah, das wird... Also bin ich schon mal gespannt, wie jetzt der Hurrikan hier abschließt. Stimmt, du hast jetzt einen Hurrikan. Fuck, okay, dann verliere ich. Mist, da darf ich mich nicht drehen. Aber mal, ich brauche ja eigentlich gar nicht, kann ja. Weil dein Auto geht jetzt zurück zum Absender. Bitte einmal zurück zum Absender. Porto wird nicht übernommen. Ja, aber rot. Ah, jetzt dachte ich schon, da rollt Ray hinten an, da weiß, das ist einfach nur ein Subaru Galaxy, oder? Na, wie ist das Ding? Ja, Mitsubishi Galaxy, oder? Legacy oder so, ne? Oder Legacy. Ich dachte schon, da rollt Ray daher. Nee, ich rolle noch nicht her. Ich mache, stell gerade die Veranstaltung, ich muss es gerade mal gucken. Naja, egal. Ich muss irgendjemand wieder ablenken, dass er einen Checkpoint verpasst oder so. Halt den Mund. Halt die Mund. Halte die Mund. Ja, ich setze jetzt auf meine italienische Power, ey. Mach ich mich alle fertig. Wird's den Reventern oder was? Man munkelt, dass ich was oder aus Italien Alpha. Habe. Den Alpha. Würde eigentlich gerne Besseres gewinnen als das. Ja. Das kann man sich halt nie aussuchen. Ja, dumm. Ja, aber ich glaube, also 981 Eli zu schlagen, wird schwierig, aber 891 soll der machbar sein. So einer bist du hier. Ja, man muss mit allem Wasser gewaschen. Ne? Weißt du, wir beide sind rot lackiert. Wir müssen mal ein bisschen Ehrfurcht haben vor roten Fahrzeugen. Du bist keine echte. Michael Schumacher, Ferrari. Ne, stimmt, ich bin Alpha. Und quasi die Ferrari in allen. Achso, nee, das ist Fiat. Fehler in allen Teilen. Heißt Fiat. Eigentlich, oder? Ja. Ja, ich kenn's auch unter Ferrari in anderen Teilen. Achso, ja. Wobei Alpha ist ja eigentlich auch. Ne, Alpha ist eigentlich so. Vergleichbar mit den Marken wie Audi, BMW, Mercedes im italienischen Raum eigentlich. Zumindest war es so. Also italienische Audi. Ja, so fair mit weniger Quattro. Wobei ich habe ja, weil jetzt ja eine wilde Debatte, so, wenn ich's rauskriege, wegen dem Mercedes-Auto, der aus der DTM ist, da habe ich jetzt ein Konzept gesehen, einer Alfa Romeo Giulia der DTM. Ja, das ist halt von irgendeinem Designer halt, hat es halt irgendwie gemacht. Von das Alpha wird da selber nichts kommen. Ja, du kannst jedes halbwegs Coupé-förmige, Limo-förmige Auto ins DTM-Ding umbauen, wird's geil aussehen. Aber, ja, wird halt nicht passieren. Ja, DTM ist halt, ja, ich finde, die müssen ein ganz anderes Regelwerk, ein viel offeneres Regelwerk, man. So wie früher, das halt auch wieder mal so ein bisschen Amateure halt, Amateurteams. Ja, wie viele Seiten halt hat das können. Ding? Ich glaube 300 Seiten, oder, das Regelwerk? Ja, das ist halt einfach, diese Silhouette-Cars sind einfach zu teuer und zu übertrieben und ja, wie gesagt, wenn da wieder Amateurteams wie im GT-Sport oder sowas mitmachen könnten, also wenn das wirklich angenehme Fahrzeuge wären. Klar beim Hersteller kaufen, klar bei Audi oder BMW kaufen oder was da sonst noch einsteigt. Aber es muss halt einfach was sein, was einfach halt finanzierbar ist. Ja, korrekt. Eben halt wie die GT-Autos. Warum sind die so beliebt mit der Zeit? Weil die halt einfach, ja, wobei die GT3 sind auch mittlerweile schweineteuer geworden. Ja, aber trotzdem halt noch bezahlbar irgendwo, ne? Ich meine, so ein, was kostet so ein DTM-Ding? Da brauchst du ja ein paar Millionen, dass du da mitmachen kannst. Das ist ja vergessen. Aktuell ist sowieso der bezahlbarste GT-Sport, sowieso der GT4-Sport. Ich würde fast sagen, GT, ja, aber ich würde fast sagen, die TCR ist so die günstigste Rundstreckenvariante.
Ja, die ist aber auch preislich limitiert, also das Auto darf also nicht mehr wie 90.000 kosten. Ja, ja, klar, aber für ein eigenes Team jetzt halt. Weil ich glaube halt, solche Cup-Sachen wie Audi TT oder KTM und so, das ist ja nicht direkt, dass du da als Team einsteigst. Das wird ja viel mehr von den Herstellern selber gestellt. Oder auch Porsche Cup. Ja gut, Porsche Cup ist ein bisschen teurer. Porsche Cup gibt es aber Teams. Das stimmt. Aber da ist auch deutlich das teurer. Kraftfahrzeug aber so ein Porsche Cup ist, da bist du nicht weit weg vom so einem GT3, würde ich jetzt fast behaupten. ja, glaube auch. Ist halt nur halt amateurmäßig. Also halt so als reiner Amateur steigst du halt normalerweise nicht in der GT3 an, würde ich halt jetzt behaupten. Aber naja, egal. So, wir hatten jetzt gewonnen. Ich denke mal, der McLaren in Lerden. Jo. Oder? Ja. Ja. Okay. Dann passt das. Das heißt, ist ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen heute, ey. Ist der Hammer. Ja, das heißt, Kai ist jetzt dran. Hey, was nimmst du denn? Mit wählen. Musst du zur Automesse? So, hab ich da jetzt die Nachricht gekriegt, was ich fahren muss? Wahrscheinlich. Deine Liste hast du gekriegt, ja. Ah, warte. Oh je. Es regnet schnell aus dem Cabrio raus. Es regnet. So, tipp. Kann mal gucken, wie viel das Fahrzeug müsste ich eigentlich haben. Eigentlich. Ich nicht. Ich hab das echt nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Dann habe ich doch 100. Ah doch, da ist er. Ich darf die vorherige Kutsche nicht mehr nehmen. Da wurde bei der FIA Protest eingelegt. Kurzer Zwischenstand an der Stelle. Aktuell hat Gugi 3 Fahrzeuge, Kai hat auch ebenfalls 3 Fahrzeuge, Viper hat dem so nach 7 Fahrzeuge und ich habe ebenfalls 7 Fahrzeuge. Also, spannend! Also, ich muss leider noch mal Gewichtsvergleich machen. Da, was dann am leichtesten ist. Okay. Komm einfach mal pro zu euch. Machen wir einfach mal. Habe ich jetzt direkt nichts dagegen. Wenn ich das Auto verliere, Kai, dann... Gnade dir Gott. Ich werde es verlieren. Ich glaube, du wirst es verlieren. Oh ja, du wirst es verlieren. Krieg nichts drin, ne? Ich weiß auch nicht, was Race fährt. Das ist aktuell mein Problem. Ja, was ist dein Problem? Du nimmst jetzt einfach dein scheiß Auto, kommst hierher und dann siehst du, dass du auf den Sack kriegst. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja mein Problem. Herrlich. Probleme über Probleme. Also sagen wir so viel, als ich vorher das niedrigste Gewicht gemacht habe, hatte ich ein schwereres Auto wie das, was ich jetzt habe. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, und ich ein leichteres. Also, komm mal her. Hau dich. Komm zu dir. Ja, also hey. Auf jeden Fall schwerer. Also zwei Bälle sein, Kai. Wobei. Der GT40 dürfte auch fast nichts wiegen. Ja, aber ich glaube, der MX wiegt 1,1 oder sowas. Oder noch weniger vielleicht. Sagen, oder? Ja, ja, du hast angefangen, du hast Vorschlag, dann musst du auch loslegen. Ja, ja, also wieder mit 1 oder schon weiter? Ja, ja, mach einfach 1, ja, und? Ja, 1046. Oh. 1046, also eine Tonne. Ja. Das ist heftig. Wie ist es bei euch bei den Benzer? Der C63 dürfte schwerer sein, oder? 1,8. Ja. 1555. Das ist dann, glaube ich, eine klare Sache. Gugi hat demnach nur noch 2 Fahrzeuge. Muss ich jetzt entscheiden, welches von beiden er nimmt? Entschieden. Und Kai als Sieger darf wieder entscheiden, was denn jetzt kommt. Also einfach die Liste, die ich gerade gekriegt habe, dann das nächste Auto. Das Auto muss ich mir erstmal kaufen. Oh Gott. da will ich mir... Ich glaube auch, vielleicht. Mal gucken. Nee, ich dürfte es eigentlich noch haben sogar. Aha, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ja, dann sag an. Oder ja, Gumpi, hast du dich schon entschieden? Ja. Ja? Ja, okay. Ja, dann sag an. Bremstest.
Happy Birthday. Wobei. Noch weniger. Aber das Auto kannst du von mir auch scannen. Ich weiß, mein Auto hat gute Bremsen. Also ein Huracan hat gute Bremsen. Ja, dann so wie in den Markenvergleichen, ne? So. Erstmal gucken, was ihr alles habt. Und dass wir ja auf eine selbe. Alles selbe Ding kommen. Ich hab mir jetzt wir schon könnten, mal zum Flughafen wir könnten aber auch. Oh, wir könnten aber auch. Nee, okay, das ist scheiße. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen einfach die Hochrechnung vom Spiel, aber dann ist ja der Witz weg. Tja. Lad schneller. Gibt's doch nicht. Ja, ich gehe schon mal zum Flugplatz. No. Oh, der Alpha, okay. Der wiegt halt unter einer Tonne. Was, der wiegt unter einer Tonne sogar? 940. Okay, oh, krass. Das ist krass. Das ist krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na gut, halt Vierzylinder-Motor halt nur, wiegt halt nichts, ne? Carbon. Oh, ja, Viper hat auch einen riesigen Bremsklotz. 300 würde ich sagen, oder? Ja, ich müsste mal drehen. 300, ja. Kannst auch im Rückwärtsgang. Ja, keine Ahnung, was kriegst du überhaupt 100 drauf, Viper? Das weiß ich nicht, bin das Auto nicht gefahren. Ja, knappe 100 kriegt er drauf. Auch auf dem Weg bis da hinten hin? Ja. Ja, dann würde ich sagen, 100-0. Da geht's ja ab. Würde ich sagen, 100-0. Das ist, der wird ja im Motor nicht mal warm. Einfach hier rechts. Viper, soll ich warten auf dich? Ja, das schafft er schon. Jetzt zieht er richtig. Okay. Wo kommt er? Man hätte dich jetzt auch anschieben können, bis du die 100 hast und dann. ja, Gugi, bleib mal lieber ein bisschen rechts. Nicht zu weit rechts, sonst ist der Wert verfälscht. So ein bisschen. Boah, das ist gar nicht so leicht, diese 100 einzupendeln bei einem Drecksfahrzeug. Ich fahr einfach mal 101 km/h. Durch die weiche Federung gewinnt einfach jetzt der Land Rover. Okay, ich muss mich korrigieren. Ich bin jetzt länger 100 gefahren als wie vorhin. Nein. Tu es nicht. Was? Wo habt ihr gebremst? Ich glaube, ich habe zu früh gebremst, oder? Ich habe, glaube ich, genau beim Strich. Da hinten ist eine. Ja, irgendwie war der Meter-Ding ist abgelaufen. Ja, ich habe auf jeden Fall zu früh. Warte, ich setze mal kurz Route. Ich mache schnell nochmal neu für mich. Ich nehme aber auch nicht so viel Anlauf. Also 100 komme ich ja relativ schnell. Brauche ich nicht so lange Anlauf nehmen. Ja, irgendwie war das nämlich komisch, weil bei mir war irgendwie die Ding weg und dann dachte ich, okay, jetzt müsste ja blitzen und dann habe ich gebremst und dann hat es erst geblitzt und dann war ich irgendwie schon bei 80 km/h runter oder so. Also ich habe nicht zu viel gebremst. Oh, jetzt regnet's. Ja gut, okay, das ist jetzt auch nur die Qual, die ich habe. Hä? Schon wieder verkackt. Das ist voll komisch, Mann. Letzter Versuch, wenn ich dann wieder verkackt. Einfach an der Aufgabe gescheitert. Ja. Ja, hä, das ist voll komisch irgendwie, dass das gerade. Also ich bremse jetzt einfach so, erst, wenn ich das Klick höre. So, mach ich das. Hoffe schon mal das nächste Auto, das habe ich mir auch nicht. Dafür hast du genug Zeit. Hat ja jeder gesehen, dass ich gewonnen habe von denen, ja. Genau, das war auch Bremstest umgekehrt. Hä, aber das ist jetzt auch falsch. Das ist voll das ist voll komisch. Mach noch ein viertes Mal. Okay, ausnahmsweise. Jetzt ist eh wieder trocken, jetzt ist fair. Das ist irgendwie. Der will nicht bremsen richtig. Nee, also jetzt war ich irgendwie 30 Meter zu spät gefühlt oder so. Das Problem ist, die Meteranzahl, die du unten hast, bei 100 km/h zeigt er die gar nicht richtig an. Weil normalerweise siehst du hier unten den Abstand und nach dem gehe ich immer. Und wenn er dann quasi bei 20 ist oder so, ist einfach weg. Also ich habe gemacht, wo es geblitzt hat. Jetzt hast du Bastian gebremst. Okay.
Das ist aber knapp zwischen. Aber ich kann ja den Meter Abstand nehmen. So, warte. Also Kai, du hast den Test vorgeschlagen, wie viel Meter hast? Warte. Jetzt stimmt's eh vorne und hinten nicht. Hä? 18 oder? Ja doch, das kann. Nee, ja, ich war weniger wie du und hat 19 angezeigt. Ich habe auch 19. Bin aber dort hinten vorhin gestanden. Ja, egal. Googie hat gewonnen. Dann einfach 18, 19 würde ich sagen. Wieso hat Googie gewonnen? Ja, ich bin zurückgefahren, damit er sich schauen kann, ob ich nicht zu früh gebremst habe und bin dann weiter nach vorne. Googie war hinter mir auf jeden Fall. War ein Stück hinterbei. Ja, der Allrad bremst irgendwie besser, lustiger, auf diese kurze Distanz. Ich glaube, hätten wir den Vergleich bei 200 gemacht, wäre das was anderes gewesen. Sollen wir nochmal 200-0 machen und einfach mal Viper sowieso als Verlierer werden? Weil ich glaube, das wäre viel interessanter bei denen. Hab ich auch. Komm, machen wir nochmal. Auch mal war auch nicht so viel Anlauf. Nee, aber... Doch, ich schon. Weil ich finde es ein bisschen witzlos, jetzt bei denen den Bremstest auf 100-0 zu machen, weil es irgendwie... Ja, brauchst du eigentlich nicht. Aber trotzdem krass, wenn du 100-0 in 16 Meter oder so bremsen könntest. Einfach dann, wenn es klickt vom Blitzer, ne? Ja, wenn es Kling macht, dann bremsen. Ups. Nein! Sorry, Moment. Nein! Oh, sorry, ich war zu schnell, ich muss nochmal. Dann habe ich runtergebremst und dann war ich zu langsam. Ich habe vergessen, dass ich die 200 halten muss. Hab ich da eine Reaktion, richtiger Rentner hier. Ja, heute scheiden wir alle beim Bremsen. Also. Wohl? Ja, doch nicht. So, ich lasse jetzt zwar nicht optimal gebremst, aber... So schlecht habe ich noch nie gebremst. Wobei, der ist gar nicht für die großen Geschwindigkeiten ausgelegt. Das Problem ist, dass der blockiert relativ schnell, der McLaren, was die Bremsen angeht. Ja, aber meiner ist ja auch gar nicht für die Geschwindigkeiten ausgelegt, wie jetzt so McLaren. Das ist krass, wie der bremst. Aber du glaubst, du kannst auch richtig durchdrücken, ne, bei der Bremse. Ich habe echt mit Gefühl gedrückt. Ja. Ganz sanft. Ich habe auch fast nicht blockiert, wenn man nach hinten schaut. Ja, bei mir hat es eh blockiert. Siehst du ja mal zwischendrin einfach mal. Bei mir auch ganz kurz vorm Stehenbleiben, wenn man da zurückschaut. Ja. Aber ansonsten nicht blockiert. Ja, geil, lass mal so. Also Googie gewinnt und ja. So, mein nächstes Auto weiß ich. Ja. Also der kriegt den hier und der kriegt den hier, der kriegt den hier, der kriegt. So. Nee, das passt jetzt auch nicht. Hä? So. So. Nee. So. Ja, es geht weiter. Sorry für die Verzögerung. Please hold the line. So, ja, Googie darf dann entscheiden, was wir machen. Leistung aufsteigend. Leistung aufsteigend, also die niedrigste Leistung. Genau. Ich stehe es gerade dein Ernst. Heißt, jetzt fällt mir gerade ein, was Viper fährt. Ja, Viper fährt auf jeden Fall safe jetzt nochmal einen Land Rover, weil er hat ja beide hintereinander gewonnen, also muss er die jetzt hintereinander fahren. Ja, aber der dürfte doch wenigstens ein bisschen Leistung haben, oder nicht? Aber ganz so wenig kann es nicht sein, das ist immer ein V8. Ja, sag das nicht. Also ich habe auf jeden Fall mehr wie ein V8 drin, dementsprechend habe ich auch mehr Leistung. Die ganzen geilen Autos muss ich abgeben, weil ihr so Kack-Dinger macht. Wir wissen halt, wie man Autos gewinnt. Ja, komm halt aus dem Auto. Hab ich jetzt gerade den Alpha abgegeben? Ich habe nur einmal dürfen entscheiden und danach habt ihr gemeint, ihr müsst hier keine Autos mehr haben und jetzt dürft ihr die ganze Zeit entscheiden. So, okay. Ja, egal. Google, hau raus, wie viel kW? 170 kW. Schmeckt. 136. 478. 674. Gefähr die Möbel. Oh, Gott, okay. Ja, da hast du jetzt zwei richtig geile gewonnen, ey. Ja. Und für mein nächstes Auto ist das auch perfekt. Freut mich. Hat irgendwer nur ein Auto oder darf Viper entscheiden? Nee, Viper darf. Ich bräuchte bitte eine neue Liste. Ich habe den Alpha abgegeben, sonst hätte ich nur einen. Hast du jetzt nur einen oder hast du zwei, Kai? Ja, weiß ich nicht. Ich muss ja Ray sagen jetzt, ob ich den Alpha behalten habe oder nicht. Ob die 100 Meter oder die 200 km/h gezählt den hat. Den hast du abgegeben. Du hast aber noch mehr als zwei. Ach so, ja, ich habe ja was gewonnen.
Ja, dann Viper, ja, hau raus, was willst du machen? Wieder ein Sprint. Ja, okay. Darf ich am Start stehen bleiben? Macht keinen Unterschied. Ja, ja, wegfahren, welcher Sprint? Ja, ich schau mal kurz. Hat das Auto eben ausgewählt. Schwierig. Nehmen wir selber Motorenhersteller. Ah, das hier sieht doch gut aus. Unten an der Küste bei The 12 Apostles. Mhm. Der großer Hochgeschwindigkeit sind. Der wird es dann wahrscheinlich sein. Nee. Hä? Ah, da. Gut, ich bleib echt stehen. Ah, ja. Mal schauen, vielleicht komme ich ja bis zur Brücke. Keine Ahnung, was Viper jetzt noch hat. Bei Viper habe ich voll den Faden verloren, was er für Fahrzeuge hat. Alles. So, jetzt muss ich es gerade. Ja. Okay, jetzt weiß ich, was er hat. Scheiße. AMG Power. Ach ja, stimmt, immerhin gleicher Motor, Kai. Jetzt verstehe ich's. Ja, ja. Ja, Hersteller, gleicher Hersteller, Motor, ja. Nicht der gleiche Motor, aber Hersteller. Da sind noch 4 Pötte mehr bei dir. Hm. Aber ich glaube, Ugi wird schon harte Konkurrenz. Mal aufpassen. Der Alra. Aber so ein AMG mit so einem Fänger vorne drauf sieht doch auch nicht so schlecht aus. So. Also für eine Zombie-Apokalypse wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich muss mir noch kein Auto für diese Folge kaufen, das ist echt krass. Also mittlerweile bin ich von meinem Fuhrpark echt überzeugt, wie viele Serienfahrzeuge ich hier drin stehen habe. Wobei, gut, das Ding. Brauche ich eh nicht tunen. Was will ich denn da tunen? Der hässliche Bock. Vorne geht er ja, aber von hinten. Ich freue mich schon so. Ich habe tatsächlich aktuell nur ein Auto von denen, die ich ins Rennen geschickt habe. Von meinem Fuhrpark habe ich aktuell 2. Schwierig. Ganz schwierig. Ja, Italia gewinnt jetzt, würde ich sagen. Also ich weiß, wer ganz hinten steht. Ich auch. Der am D-Auto. Ah, ich starte vorne. Ich fahr mal Opi zum Supermarkt. Oh! Fahr ich voll gut hinten drauf. Sorry. Vom Klang geht er ja wieder hier. Als Motorenpartner hättest du mich doch schieben können. Er will doch gewinnen. Die Konkurrenz ist groß. Ja, ja. Soll ich sagen euch, wer gewinnt? Yo! Hau da raus. Oh nee, jetzt werde ich zurückgesetzt. Limit in den Kurven. Oh nee. Warum bist du zurückgesetzt? Ja, ich wollte abkürzen zum Ziel hoch. Kann man mal machen. Ich wollte dann umstehen und sagen, schau, ich war vor euch da. Schlimme ist, wenn wir sonst anhaken kommen, ich kann nicht mehr vorbeiziehen. Ey, nochmal so ein Benz bei 250 abgeriegelt, also halt jetzt mal an. Hä? Okay. Doch. Sehe ich gar nicht ein. So, jetzt aber. Joe Bell, zeig ich da nur. Bell? Bei über 300 ist Ende gewesen. Scheiße, ich bin im. Ich will zurückschieben. Also Offroad-tauglich ist er ja, der Land Rover. Ja, aber das wurde nicht gewählt. Wobei, selbst wenn Viper Offroad gewählt hätte, hätte er gewonnen. Würde ich jetzt aber mal so behaupten. Ich bin noch nicht mal beim ersten Checkpoint, glaube ich. Doch. Da ist ja schon nach 100 Meter oder so. Ey, da ist doch noch ein Dreher drin. Bei mir? Ja. In Forza Horizon Dreher, boah, da muss schon viel passieren, glaube ich. Da hätte ich jetzt eher auf den Allrad geschoben. Also ich habe aktuell 1 Minute 37 Rückstand.
Viper, bist du schon kurz vorm Ziel, oder? Ja. Ab 20% noch. Der BC ist ja einfach so imbar. Ich glaube, das einzige Duell, was da recht spannend wäre heute, wäre der P1 gegen den. Aber der P1 hat ja Viper selber im Fuhrpark, also. Ja, perfekt. Ja gut, durch andere Kategorien könnte man ihn kriegen. Aber ich glaube, so lange spielen wir nicht mehr. Aber ich glaube, das ist jetzt mal wieder eine Ausgabe, wo mal keiner rausfliegt, bis vor Ende der Folge. Wir müssen drastischere Maßnahmen ergreifen. Wenn ich bedenke, Horizon 2 sind wir dagegen immer alle rausgeflogen. An eine Aufnahme kann ich mich erinnern, die ging auch recht lang. Ja, Stunde ist ja eigentlich immer Limit. Das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich auch schon fast wieder durch. Na, ich würde sagen, eine Kategorie geht danach auf alle Fälle noch. Eine geht noch, ja. Ja. Einer geht noch. Weil Viper kann jetzt nochmal so noch mehr dominieren. Ich konnte nur einmal entscheiden, das ist halt echt bitter. Komm, ich will die 30%. Komm. Das ist schwierig. Egal, ich darf immer ins Fahrzeug behalten. Oh, ich gebe meinen gerne ab. Boah, ich habe ein richtiges Killerfahrzeug. So, Kai darf, glaube ich, jetzt entscheiden. Was von beiden er wählt, und Viper darf Kategorie ansagen. Ja, Kategorie weiß ich schon, Rundkurs, weiß noch nicht was für einen. Geil, da ist mein Auto richtig stark, das hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle. Aber gut, wenn du das unbedingt so haben willst, ja. Kein Problem mit. Also mal gucken, ob ich das Auto überhaupt habe. Ich sag nur so viel, die drei magischen Buchstaben werden dich zerficken, Mann. BMW? Habe ich nicht, muss ich eben kaufen. Oh, der ist aber, glaube ich, teuer. Ja, wenn du das Geld nicht hast, musst du halt das nächste Fahrzeug nehmen. Dann hole ich mir nur einen aus dem Auktionshaus auf Kampf. Ah, Rundkurs ist meiner ganz gut. Hat da eigentlich einer mal den Drueno? Ich glaube nicht. Ja, doch, ich hatte den. Ah, okay. Ah ja, stimmt, bei Gewicht Hubraum. Oder irgendwas. Hubraum, genau. Habe ich für alle Initial D-Freunde habe ich den mal reingenommen. Kam aber nicht so zum Driften. Nee. Gewonnen hat aber trotzdem. Ja. Das stimmt. Ja, Rundkurs hast du ja schon gesagt, kann ich meine auch schon holen, ist eigentlich egal. Wo ist denn der nächste Rundkurs? Dann werde ich mich euch in Angst und Schrecken versetzen. Ich sag nur die drei magischen Buchstaben, Alter. Die ficken. GMC, ja. Oh man, GMC. Richtig krass. Vor allem der Name Cyclone. Vor allem, weißt du, geil auch noch geschrieben. Wenn du das auf einen so richtig kranken Hypercar-Sportwagen machst, wird keiner sagen, ja, okay. Das würde jeder sagen, passt. Ja. Aber. Nö. Mach mal, Mann, so ein hässliches Ding drauf. Ausgoliert, ja. Hätte ich jetzt Bock. Nee, aber das ist lang. So. Also, sag an. Finalerin. Ja. Einmal Goliath. Nee, bitte nicht, ey. Erschieße ich mich freiwillig. Die Waldrundstrecke. Mitten da war ich sogar gerade drauf, glaube ich. Das ist die Zunge und das ist die Waldrundstrecke. Okay. Ja, ich glaube, da werde ich safe sogar verlieren, ey. Boah, wie demütigend. Ich glaube, ich habe sogar Potenzial auf den zweiten. Oh, und der darf den geilen MC-12 ausfahren. Ich muss den vorher abgeben wegen so einer Dreckskategorie, ja. Oh, GTR. Könnte spannend werden zwischen den beiden. Tatsächlich. Den hat er mir auch noch abgezogen. Frech. Frech. Das könnte sogar echt spannend werden zwischen den beiden, ey. Gut, dass ich weiß, dass ich also zwischen dem Cyclone und dem Alpha natürlich. Eine gut, Frage, Kai, warum ist der nicht in Grün? Vorne weg bin. Weil das Grün richtig hässlich ist. Du bist komplett. Nee. Bitte verlass uns. Bitte verlass uns einfach. Junge. Alter, das ist die Green Hell Green, ja. Oder so. Sorry, Kai, das musste sein.
Noch schlimmer sind die silbernen Ringe um die Felgen. Darüber kann man sich tatsächlich streiten, aber nicht über die Farbe. Doch. Ich finde es schon geil. Also auch in Real Life sieht schon nice aus, das Grün, muss ich schon sagen. Hätte ich ihn jetzt gelb gemacht, hätte man sich beschweren können, aber bei Schwarz doch nicht. Nö, gelb finde ich ihn auch geil, muss ich sagen. Das ist aber mehr Geschmacksfrage wie Schwarz. Ja, Schwarz ist halt so neutral. Gleich wie Weiß. Also, für euch wird's echt interessant. Der GTR fährt sich halt deutlich angenehmer wie der MC12, aber. Ja. Aber Viper hat halt so ein Schiem 7 lang. Aber nicht lang. Boah, wie hoch er dreht! Richtiges Kinderfahrer, einfach in der Cockpit-Sicht, ey. So ausnutzen das Panorama. Oh, da federt aber gut. Ja, mit der Dive-Bomb. Geil. Ja, nur davor gesetzt. Aber früher geteert, also sehr gut. Echt? Da war sogar geteert. Wir sind hier in Horizon, da gibt's keine Track Limits, wir sind hier in der NASCAR. Ich finde tatsächlich bei Formel 1 2016, ich weiß nicht, wann sie das als sagen, ich glaube beim Training oder so, die Kommentatoren, da sagen die auch mal kurz ja was zu den Track Limits. Und das, was sie da sagen, ist eigentlich komplett richtig. Sagen halt, die Rennfahrer werden da ja für bezahlt, schnell zu sein. Und wenn sie diese Limits oder dieses Ding nicht ausnutzen, was halt geht, dann machen sie ja irgendwas falsch. Also man guckt ja schon so den best, schnellstmöglichsten Weg zu setzen. Natürlich muss man die Limits irgendwo einhalten, aber wenn man es halt nicht probiert, dann macht man irgendwas falsch. Wir nehmen ja so viel zum Thema Track Limits und Rennspielen und so weiter. Man lotet es ja schon so ein bisschen aus. Wenn man es nicht macht, dann machst du ja eigentlich wirklich was falsch. Ja. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man abkürzen soll, aber so am Rande der Legalität halt. Wenn man abkürzt, geht man ja schon über das Limit hinaus. Ja, nee, klar. Aber es ist ja völlig normal, dass man halt hier und da mal versucht, ein bisschen mehr den Körper oder so mal mitzunehmen. Ich wusste aber gar nicht, dass der 14 digitalen Dacho hat. Ich habe immerhin digitales 7-Segment-Anzeigen-Uhr. 12 Uhr mittags anzeigt, wie immer in Horizon. Das haben sie seit Horizon 1 nicht hingekriegt, die richtige Uhrzeit anzuzeigen. Während es im Motorsport, glaube ich, schon ewig so ist, dass die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Aber andererseits ist gut, dann weiß man nämlich nicht, in welche Uhrzeit wir aufnehmen. Wir nehmen nämlich gerade um 12.03 Uhr mittags auf. Oder 12.03 Uhr mitternachts. Ja, Disqualifikation für Philipp Röttger. Alter, gut. Hä, warum? Er hat mich in den Baum geschoben. Hä, hey, aber nicht mal extra, Alter. Doch. Ja, wahrscheinlich. Beef! Bei ihm. Kein Lohnweg. Was soll das? Wir können ja die Rundenzeit einfach messen. Alter, was hat denn der für eine Aufladung eigentlich? Der GMC-Kompressor oder was? Merke ich nämlich gerade erst jetzt, dass der ja aufgeladen ist. Ich hab auch die beste Rundenzeit, von dem her alles legitim. Nee, den Baum schieben ist nicht legitim. Ja, ich hab den nicht extra in den Baum geschoben, ey. Ja. Ich würde aber sagen, ihr beide gebt das Fahrzeug ab und gebt's einfach mir. Hey, ich bin Dritter geworden. Ja, und da hinten auf den ruhigen Plätzen. Ja, aber ich bin ja mit dem Geist. Oh, ich schaff's fast noch. Nee, schaff ich nicht, scheiße. So knapp. Das Ziel war schon in Reichweite. Ja, aber ausgeglichen. So, egal. Ich würde einfach mal sagen. Ja, sagen wir so, wenn jetzt Kai gewonnen hätte, wäre er halt vor Googie. Wenn er verloren hat, dann ist er halt nicht vor Googie. Da sind es sogar Gleichstand zwischen euch. Ja. Lodet's aus. Gleichstand. Wollen das haben. So oder so, egal wie man es dreht, Viper gewinnt auf jeden Fall die Ausgabe. Und Schmutz. Er hat vor dem Duell 9 Fahrzeuge gehabt, hätte er jetzt gewonnen, hätte er halt 11, hätte er jetzt verloren, hätte er halt immer noch 9. Bei Kai wäre es jetzt halt, entweder hat er 2 oder er hätte halt 4 und bei Googie, der hat 2, so oder so, und ich habe so oder so 5 am Ende. Wäre es nicht jeweils so, dass Kai und ich nur ein Fahrzeug verlieren würden, weil wir wären ja Erster oder Zweiter geworden. Ja, aber der ein oder andere hätte doch 2 gewonnen.
Achso, ja, stimmt. Weil Kai hatte vor dem Duell 2, wenn er gewonnen hätte, hätte er 4. Du hattest 9, wenn du 2 gewonnen hättest, hättest du 11 gehabt. So, also. Achso, ja. Egal, ihr seid so weit auseinander, dass bei euch keinen Unterschied machen, Sieg oder Niederlage. Es geht jetzt eigentlich nur um Platz 3 oder 4, ob Kai vor oder hinter Gugi ist, aber das ist jetzt eh egal. Wir sind nämlich alle Sieger. Schleim. Und ja, wir sind raus. Das war's mal wieder mit einer Runde Forza Quartett. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. War eine lustige Runde, waren sehr coole Fahrzeuge mit dabei. Oh, das ist so ein McLaren F1. Wäre eigentlich auch mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, Sichten von Viper und Googie gibt's in der Videobeschreibung. Wenn die nicht verlinkt sind, dann hab entweder ich's vergessen oder die haben's vergessen oder wie auch immer. Irgendwas wird schon sein. Irgendjemand hat's halt dann vergessen. Genau, Kai war schuld. So, wir sind raus. Genau. Ciao. Servus. Tschüss.